Ich habe die Gebieter des Waldes nach Jeshtolas Verbleib gefragt, doch diese Wesen unterscheiden sich zu sehr von uns. Wie meint ihr das? Wenn wir jemanden wahrnehmen, erkennen wir ihn an seiner Gestalt, seiner Stimme, seinem Verhalten und verbinden diese Merkmale mit seinem Namen. Doch die Gebieter sind Wesen aus reinem Äther, und achten stattdessen auf feinstoffliche Muster und Vibrationen in der Ätheraura. Das ist auch der Grund dafür, dass wir ihre Stimmen nicht vernehmen können, denn unser Gehör trägt nur Schwingungen der Luft zu uns, nicht des Äthers. Wir Saatseher stehen über unsere Gefühle mit ihnen in Verbindung, doch selbst wir vermochten ihnen Jeshtola nicht in ihren Erkenntniskategorien zu beschreiben, wenn wir nur jemanden mit ähnlichen Äthereigenschaften hätten. Ich wüsste da jemanden. Jeshtola hat eine jüngere Schwester. Das hat sie mir einmal gesagt. Und die lebt in Gridania. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Denkt ihr, dass ihr sie finden und nach Immerschatten bringen könntet? Dort werden wir die Gebieter noch einmal nach Jeshtolas Verbleib befragen.
Lasst uns beginnen. Seid ihr bereit? O Gebieter, wir kommen mit einer demütigen Bitte. Lasst eine irrende Seele zu uns zurückkehren. Führt sie zu uns. Ishtola, bitte komm zurück. Ich habe sie. Jetzt. Ich habe ein Zimmer im Traumbaum vorbereiten lassen. Bringt sie rasch dorthin. Lasst uns den Gebietern für ihre Güte danken.